Das sah wie so eine Schlampe. Das sah toll aus, wie so ein kleines Haus. Ich muss gerade sagen, ja. Ungeschminkt. Heute haben wir die liebe Coco hier vom Kanal Kleinstadt Coco. Und du kannst ja mal ganz kurz was über dich erzählen. Ja, also ich bin Kleinstadt Coco oder auch Coco genannt und habe auf meinem YouTube-Kanal so ganz viel über Beauty und Do-it-yourselves und ja, mach das sehr gerne. Und du vloggst auch regelmäßig, oder? Stimmt, genau. Ja, mittlerweile wöchentlich und genau. Ach cool, was hier macht dir mehr Spaß? Oh, das ist schwierig. Also die Vlogs sind natürlich der Alltag so. Ja, ne? Ja. Und also schon eher so die richtigen Videos, die Do-it-yourselfs oder halt auch allgemein Beauty-Videos. Aber das Vloggen ist halt auch schon ganz cool, weil dann zum Beispiel, wie ihr jetzt vielleicht dann auch mit dem Video seid. Und das macht dann halt auch nochmal ein bisschen mehr Spaß irgendwie. Ja, stimmt. Und kommen wir mal zum heutigen Thema, denn es geht um das Thema nach der Schule. Bei vielen fängt jetzt auch so die Zeit an, wo man bald seinen Schulabschluss in der Tasche hat. Und wenn ihr jetzt so nochmal an die Zeit denkt, als ihr alle eure Prüfungen geschrieben hattet und dann ja bald irgendwie frei wart, wie war dieses Gefühl und wie, ja, was habt ihr noch gemacht? Oh, also ich war danach erstmal total erleichtert und ich habe mir das halt auch so super vorgestellt. Ich habe mich so gefreut auf diese Zeit danach, dann in meinem Fall halt arbeiten, selbstständig sein, viel Geld verdienen. Das waren halt alles so Sachen, so, das kann man halt nicht mit dem Taschengeld vergleichen irgendwie. Und ich habe mich deshalb eigentlich total auf die Zeit gefreut, dann auch irgendwann auszuziehen und einfach so selbstständig zu sein. Das war so das, glaube ich. Wir waren dann auch andauernd irgendwie feiern, das weiß ich noch, weil da waren halt so die Prüfungen rum, ne? Und das war halt so cool, weil du hast noch deine Freunde jeden Tag gesehen und ja, konntest einfach mal nur entspannen irgendwie und das war schon cool. Aber ich weiß zum Beispiel noch bei mir, als man dann so fertig war mit den ganzen Prüfungen, das war zwar am Anfang erst so eine mega Erleichterung, aber dann kommt halt echt dieser Punkt. Ja, die Schule ist jetzt vorbei und wie geht's weiter? Ja, so der nächste wichtige Schritt im Leben, so wie geht's weiter, das nächste, der nächste Step so. Was habt ihr nach dem Abschluss gemacht? Also ich habe erstmal natürlich in den Ferien, die man dann noch so hatte, habe ich erstmal nebenjobmäßig ein bisschen geguckt, so was kann man machen, ne? Um halt auch so ein bisschen was zu finanzieren, so was man dann halt in seiner freien Zeit macht. Und danach habe ich direkt mit der Ausbildung angefangen. Was hast du für eine Ausbildung gemacht? Ja, also zuallererst habe ich halt im Hotel gearbeitet, als Hotelfachfrau. Ich dachte so, das ist so das Wahre für mich. Dachte ich früher auch. Ja, also ich habe mir das immer total cool vorgestellt, vielleicht dann auch irgendwann später in anderen Ländern zu arbeiten. Habe dann aber irgendwann festgestellt, so dass ich doch eher der kreative Typ bin, was sich jetzt halt im Nachhinein ja auch total durch YouTube rausgestellt hat, weil es ja da halt auch sehr wichtig ist. Und habe dann eine Ausbildung als Mediengestalterin gemacht. Ach, cool. So. Bist du auch bald fertig jetzt? Ja, ich bin bald fertig, genau. Das ist immer am besten. Nicht mehr lange, dann habe ich es geschafft. Ich wusste nach meinem Abschluss gar nicht, was ich machen sollte. Echt nicht? Und ich habe dann einfach ein Jahr gejobbt und ich habe erstmal gelernt, wie ich von dieser stillen, grauen Maus, also ich war wirklich so still, das hat mich so genervt. Okay, das denkt man jetzt gar nicht, ne? Nee. Aber ich war wirklich so schüchtern. Aber ich habe im Parfümeriebereich gearbeitet und habe einfach durch meine Leidenschaft zum Schminken, habe ich es geschafft, mich zu beweisen. Mhm. Und dann wurde ich auch nach und nach so ein bisschen selbstbewusst und habe an mich geglaubt. Das hilft, Und jetzt bin ich halt so, ich sag das, was ich gerade denke. Ja, das ist wirklich wichtig. Hast du denn auch einen Nebenjob gemacht noch? Also ich hatte erstmal in der Zeit nach dem Abi, wusste ich eigentlich direkt, dass ich dann auf jeden Fall halt studieren will. Und das habe ich dann halt auch gemacht. Das war nur diese Zeit, wo man die ganze Zeit nicht wusste, wo geht's hin. Also ich habe mich an ganz vielen Unis beworben und das war halt dann echt so richtig immer so zittern irgendwie gefühlt, weil du wusstest nie, wird man angenommen oder nicht und was passiert jetzt mit meinem Leben? Und dann habe ich aber auch viel noch Umreisen so ein bisschen gemacht, einfach damit man auch mal den Kopf frei bekommt und noch mal ein bisschen was sieht. Ne? Ja. Also ich war zum Beispiel in Prag mit meiner besten Freundin, habe halt so kleine Trips gemacht, aber dann habe ich halt direkt angefangen zu studieren. Und ich glaube, das war auch ganz gut, weil ich weiß nicht, ich mache ja auch immer noch viel YouTube oder machen wir ja jetzt alle gerade. Und ich wollte aber damit direkt anfangen, damit ich nicht sage, nee, ich mache jetzt erstmal 3 Jahre YouTube oder so, damit es funktioniert. Halt damit man immer noch mal, damit schon mal angefangen hat. Also, ne, das ist ja jetzt auch gerade gar nicht so leicht, das immer alles unter einen Hut zu bekommen mit YouTube und Uni. Aber ich bin auf jeden Fall drin. Falls ihr zum Beispiel jetzt auch vor der Entscheidung steht, was mache ich jetzt? Ich bin erst durchs Arbeiten wirklich in die Richtung gekommen, okay, ich mache dann halt ein BWL-Studium, weil die Arbeit, ich habe ein duales Studium gemacht,
die Arbeit hat dann sozusagen einen Studienplatz angeboten. Ja. Da dachte ich so, ja, okay, mache ich das. Ja. Und so bin ich halt reingerutscht. Und man muss nicht immer vorher wissen, was man will, sondern kriegt das vielleicht auch durch. Ausprobieren. Ja. Du hast zum Beispiel deine Ausbildung gewechselt. Ja. So kann man ja auch seinen Studiengang wechseln. Ja, genau. Ja, absolut. Da ist ja auch nichts Schlimmes dran, so, weil durch die Schule erfährt man ja auch ganz oft einfach mal nicht, außer es gibt halt so Praktikumsplätze, wie das richtige Berufsleben dann ist. Ne? Was mir auch noch einfällt zum Thema nach der Schule, ist der Abschlussball. Wollte ich auch gerade sagen. Ja. Ja. Wie war das so bei euch? Also was hattet ihr so an und war das so ein Riesendrama, so das perfekte Kleid zu finden? Ja. Ich hatte zwei mega tolle Habt Kleider. Habt ihr Fotos? Ja. Mhm. Ja, mitgebracht sogar. Eins. Na, was ist das hier? So, mal jetzt bin ich ja mal gespannt. Ich bin auf die Farbe gespannt. Ja, meins sieht so aus. Okay. Glitzer, das ist cool. Ja, ich liebe wirklich Secondhand und das ist halt so ein Vintage-Kleid. Ja. Und das hat irgendwie dann so richtig gut zu mir gepasst und es war auch nicht so teuer. Da habe ich gedacht, das nehme ich auf jeden Fall mit und dann habe ich das angezogen. Ja, das ist echt praktisch. Oh, es ist schon etwas länger her, aber damals hat mir das wirklich sehr gut gefallen. Also es ist ein rosanes Kleid und damals war ja noch dieses Fukuhila total in. Also man hat sich etwas verändert. Also ich habe jetzt schon zwei Abschlussbälle gehabt. Mein Abiball, mein Bachelorball. Ja. Hatte zwei wunderschöne Kleider gehabt. Das erste durch Zufall gefunden. Da war ich mit meiner Mama bei Kaufhof oder so. Und auf einmal war das Kleid da. Und zwar das hier. Das war auch so vorne kurz und hinten lang. Und es war halt wunderschön. Es war halt weiß. Wow. Die waren echt, also das ist echt ein schönes Kleid gewesen. Da war ich so happy. Und es sah wie so eine Schleppe. Das war toll. Wie so ein kleines Hochzeitskleid. Und mein Bachelorballkleid, da bin ich extra in so einem Hochzeitskleidgeschäft Promball-Geschäft, ne? Und das war's da. Oh, schön. Ja. Das war so mein erstes Kleid, was ich selber gekauft habe und nicht, was mein Mann gekauft hat. Oh, das ist schön. Ja, wenn du es dir selber geholt hast, kannst du da auch richtig stolz jetzt noch so drauf sein, ne? Ja. Cool. Ich habe übrigens auch noch mal einen Tipp zur Berufswahl oder zum weiteren Wege nach der Schule. Ich bin damals auch zu so einer Berufsberaterin gegangen. Stimmt. An der Agentur für Arbeit. Genau. Das wurde mir damals empfohlen und da hat sie mir nämlich das duale Studium ans Herz gelegt. Cool. Ah, okay. Genau. Und dann durch das Arbeiten bei mir habe ich gemerkt, dass dieser Betrieb auch ein duales Studium angeboten hat. Das ist alles so zufällig, das hat dann alles so ineinander gespielt. Man muss irgendwie nur offen sein und viel reden, viel mit anderen Menschen reden. Also auch wenn ihr so Dinge seht, die eigentlich auf den ersten Blick langweilig erscheinen. Sprecht mit Leuten, die das machen. Einfach mit Leuten sprechen, die das auch gemacht haben. Ja. Schreibt gerne nochmal in die Kommentare, was ihr denn nach der Schule so werden möchtet. Und wenn ihr jetzt schon fertig seid, könnt ihr auch mal in die Kommentare schreiben, was ihr eigentlich so macht. Wir haben auch mit Stefanie Giesinger ein Video gedreht, da geht es um Zukunftsträume. Das ist natürlich auch in der Infobox verlinkt. Genau, auch dort ist Kokos Kanal verlinkt. Gerne mal vorbeischauen und wenn ihr auf diesem Kanal nichts mehr verpassen möchtet, dann auch gerne abonnieren und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss!